Wir werden es allerdings auf die... Als hätten wir es bestellt. Das haben wir nicht bestellt. Nun gut, ist auch ein Kreuzfahrtschiff. Aber passt vielleicht trotzdem ein bisschen, heißt ja Romantiker. So, hört sich auch ein bisschen an wie Metal. Und das sind ja auch so 60.000 Tonnen Stahl, die da gerade vorbeigehen. Insofern fast bestellen. Ja, wir waren bei den Getränken. Wir haben es entsprechend an unsere Metal-Fans angepasst. Natürlich gilt nach wie vor Premium alles inklusive. Das heißt, sehr viele Restaurants und die Verpflegung sind im Reisepreis inkludiert. Die nicht inkludiert sind im Regelprogramm, die sind auch in diesem Fall nicht inkludiert. Wir haben nach wie vor unsere Softdrinks, Wein und Bier, auch tagsüber. Und ab 18 Uhr gibt es dann die Longdrinks und die Specialdrinks, die wir dann auf unsere Metal-Fans zugeschneidert haben. Ich glaube, es ist auch ein nicht unwichtiges Argument, wenn man mal den Gesamtreisepreis sich betrachtet pro Person, dass wir hier auch eine gewisse Gesamtleistung in den Ticketpreis inkludiert haben. Also ich sehe da, glaube ich, keine oder ich habe da keine Sorge, dass da irgendeiner verdursten sollte. Vielen Dank.